Moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, es stehen jetzt ein paar Testspiele auf dem Plan. Mal schauen, wenn es euch interessiert, dann werde ich das zu ein paar anderen Testspielen auch noch machen. Ansonsten bleibt fair in den Kommentaren. Los geht's mit Viktoria Köln gegen Eupen. Für Viktoria Köln geht es darum, jetzt knapp 2 Wochen vor Saisonbeginn nochmal alles zu mobilisieren. Sie starten ja in die dritte Liga. In der nächsten Saison mussten hier gegen Eupen, dem belgischen Vertreter, aber erstmal einen frühen Rückstand hinnehmen. In der 7. Minute war es Javi Molina, der am zweiten Pfosten nach einem Eckball richtig steht. Aber auch Viktoria Köln zeigte, dass sie gefährlich nach vorne spielen können. Und so ist es dann in der 22. Minute Sven Kreier gewesen, der ausglich. Der Mittelstürmer hier eiskalt mit dem linken Fuß macht er wirklich stark. Es war eine unterhaltsame und offene Partie bei hitzigen Temperaturen. So viel kann man sagen. Das ist dann Megan Laurent und der setzt sich mit etwas Glück durch und prompt war der Ausgleich schon wieder dahin. Offensiv ging einiges bei Viktoria Köln, in der Defensive mussten sie sich aber auch noch unbedingt verbessern bis zum Beginn der dritten Ligasaison. Aber mit Mesenhöhler, der jetzt gekommen ist aus der zweiten Bundesliga zur neuen Saison, hat man auf jeden Fall da hinten einen guten Schlussmann und der konnte sich immer wieder beweisen. Eupen war die bessere Mannschaft, eben erste Liga in Belgien, das ist auch nicht irgendetwas. Aber Viktoria Köln, wie gesagt, machte das über weite Strecken gut. Nach vorne konnten sie aber leider etwas zu wenig kreieren. Und so kam kurz vor dem Ende nochmal Eupen mit dieser Flanke, die rutscht durch. Aber Okensi kann es am zweiten Pfosten nicht verwerten. Und somit blieb es am Ende des Tages bei diesem 1:2. Es gab einige positive Ansätze bei Viktoria Köln, auch noch einiges aufzuarbeiten. Unter dem Strich geht dieses 1:2 aber über die 90 Minuten gesehen in Ordnung. Der SC Paderborn spielte gegen Ipswich Town. Die Paderborner aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Die Gäste von Ipswich Town aus der zweiten Liga in England in die dritte abgestiegen. Aber von einem wirklichen Klassenunterschied kann man hier nicht wirklich reden. Auch wenn Paderborn hier erstmal die bessere Anfangsphase auf der Habenseite verbuchen konnte. Jetzt aber auch Ipswich Town. Das ist keine schlechte Mannschaft. Und Teddy Bishop machte dann in der 25. Minute auch das 1:0. Für die orange gekleideten Engländer. Da ist wenig zu halten. Aber es konnten sich einige Neuzugänge von Paderborn zeigen. Das ist Drinkgut, gerade von Lotte gekommen. Der rechte Verteidiger mit nach vorne gearbeitet. Dann ein schöner Schuss, der aber nicht den Weg ins Tor finden konnte. Aber das war eine durchaus ansehnliche Abnahme. Das konnte Baumgart alles in allem sehr gut gefallen, auch wenn das Ergebnis nicht ganz stimmte. Zweiter Durchgang, dann Jackson von Ipswich Town hier nochmal mit einer schönen Vorlage. Doch Yannick Huth konnte sich hier auszeichnen. Jetzt holt man über die linke Seite mit der Flanke, die ist wirklich stark geschlagen auf Kauli Oliveira Sousa, der vom Absteiger Duisburg gekommen ist. Kriegt den Ball aber nicht auf den Kasten. Schlussphase, nochmal der SC Paderborn. Das ist Streli Mamba. Starker Torjäger der Vorsaison. Auch Neuzugang von Cottbus. An die Pader gewechselt. Es blieb am Ende bei diesem 0:1. Ergebnistechnisch ist das ärgerlich, aber spielerisch war wirklich viel Gutes zu sehen bei Paderborn. Sie verlieren 0:1 gegen Ipswich. Der erste FC Union Berlin empfing an der alten Försterei Brøndby IF und da gibt es einige bekannte Namen. Jung hier beispielsweise oder auch Simon Hedlund von Union Berlin gekommen und da macht er in der 11. Minute auch
das 1:0 für die Gäste. Aber Union Berlin ließ sich davon nicht verunsichern vor ihrer ersten Erstligasaison und hatten dann hier sichtlich Spaß auf dem Feld. Anthony Uja mit dem Kopfball aus knapp 16 Metern, der aber deutlich vorbeiging. Kurz vor der Pause aber nochmal die Eisernen von der linken Seite, sollte es sein Eckstoß sein. Anthony Uja trifft aber nur das Außennetz. Das war von Union Berlin ein gutes Spiel, aber sie lagen eben hinten. Das hatte einen faden Beigeschmack im zweiten Durchgang, aber ein ähnliches Bild. Bröndby kam hinten kaum raus und Union Berlin immer griffiger in den Zweikämpfen und auch gefährlich nach vorne. Becker und Uja, zwei Neuzugänge im Zusammenspiel. Und Schwäbe, den kennen wir auch, in der zweiten Bundesliga aktiv gewesen, verhindert hier den Ausgleich aus etwas Spitzenwinkel. Viertelstunde noch zu spielen, Eisern Union wollte unbedingt ausgleichen. Trimmel mit der Flanke und Hübner. Mal mit nach vorne gekommen, der ist kopfballstark, den hier trifft er nicht zu 100% optimal. 90. Minute, nochmal Union Berlin und jetzt war der Treffer da. Markus Ingvardsen in der 90. Spielminute mit dem hochverdienten Ausgleich. Sehenswerte Direktabnahme, auch ein Neuzugang. Macht hier das Unentschieden gegen Brøndby klar und das ist über die 90 Minuten gesehen absolut hochverdient. Der VfB Stuttgart spielte in der Schweiz gegen den FC Zürich und für die Schwaben geht es ja schon am 26. Juli los. Und da wollte man sich hier warm schießen und das tat man dann auch. Anastasios Donis in der 25. Minute mit dem 1:0 für den VfB Stuttgart. Tim Walter, ja, neuer Coach, hat hier schon einiges vollbracht. Philipp Clement zu Donis. Clement Al-Ghadioui von Regensburg gekommen, macht das 2:0. Das war wirklich ein guter Auftritt des VfB. Der FC Zürich konnte hier lange Zeit im ersten Durchgang absolut nicht mithalten. Und dann kurz vor der Pause nochmal eine Chance zum 3:0. Auch das wäre absolut denkbar und nicht unverdient gewesen. Aber mit dem 2:0 Pausenvorsprung konnte man aus Stuttgarter Sicht dennoch gut leben. Im zweiten Durchgang wurde Zürich zunächst dann erstmal stärker. Und kam dann auch zum Anschluss über Simon Sohm in der 59. Spielminute. Stuttgart zog sich etwas zurück, verteidigte nunmehr. Das stellten sie dann nach dem 1:2 wieder um, kam wieder nach vorne und kam wieder zum Erfolg. Hamadi Al-Ghadioui mit dem Doppelpack. 71. Spielminute, das spielentscheidende 3:1. Danach ging bei heißen Temperaturen nicht mehr viel, aber der VfB Stuttgart hat gezeigt, dass vor allem das Potenzial nach vorne äußerst groß sein dürfte. Der VfL Wolfsburg lud den FC Hansa Rostock zum Testspiel im AOK-Stadion, ebenfalls in Wolfsburg, direkt neben der VW Arena. Es war von Beginn an eine richtig spaßige und offene und offensive Party. Fand dann nach 6 Minuten auch den ersten Treffer. John Yeboah mit der Führung für die Wölfe. Flanke von der rechten Seite und am zweiten Pfosten setzt sich Yeboah dann durch. Joao Victor, die Flanken von der Seite immer wieder gefährlich und John Yeboah am zweiten Pfosten. Das gewünschte Mittel, das hier zum Erfolg führt. 2:0 also für Wolfsburg. Hansa Rostock durchaus mit Ambition aufzusteigen in die zweite Liga in der kommenden Saison, zeigte, woher diese Euphorie und dieser Optimismus kommt. Auch starke Spieler neu dazugekommen und Pascal Breyer ist sowieso ein starker Stürmer. Der war ja letztes Jahr schon dabei. In der Defensive müssen sie aber noch arbeiten, auch wenn Joao Victor den Ball optimal trifft.
lässt sich da in der Verteidigung sicherlich noch die ein oder andere Absprache besser treffen. Aber hier war eigentlich alles von den Leinen gelöst. Mirnes Pepic 3:2, jetzt ein Fehler bei Wolfsburg in der Defensive. Viertelstunde vor dem Ende. Konnte man sich schön anschauen, dieses Spiel. Und sie hatte ihr Ende noch nicht gefunden. Joao Victor nochmal mit der Flanke und Yeboah am zweiten Pfosten. Das Spiel kennen wir. 4:2, 86. Minute. Erst scheitert er noch an Kolke, Neuzugang von Wien Wiesbaden. Und dann stach er zu. Rostock schlug sich vor allem in der Offensive sehr gut, muss sich aber verdient mit 4:2 geschlagen geben. Hertha BSC spielte am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig Liga 1 gegen Liga 3. Von Beginn an wollte Hertha klar machen, dass dieser Klassenunterschied besteht. Löwen mit der Flanke zu De Rojun und der dann auch mit dem 1:0 in der 13. Spielminute. Ärgerlich für Braunschweig, nach einer Standardsituation bekommen sie den Ball nicht geklärt und müssen dann diesen Treffer hinnehmen. Doch sie war nicht verhalten, sondern spielten dann auch nach vorne. Schlüter mit der Flanke, Smarsch erstmal dazwischen, der in den Tests auch im Kasten ran darf. Putaro mit der Flanke am zweiten Pfosten, Bernd Nerich völlig frei und das 1:1 des Mannes, der zur letzten Winterpause kam und zum Klassenerhalt mit beitragen konnte. War übrigens kein Abseits. Und vor der Pause dann nochmal die Blau-Gelben. Kobylanski, schöne Flanke. Grujic erstmal dazwischen. Fitzner auf Ademi. Und im Kollektiv wird es dann von der Herthaner Verteidigung geklärt. Zweiter Durchgang. Braunschweig spielte wirklich mit und gestaltete diese Partie absolut offen. Eckball von der linken Seite. Kansa kriegt den Kopfball aber nicht auf den Kasten. Doch nach wie vor konnte man mit der Leistung des Drittligisten zufrieden sein. Jetzt aber nochmal die Hertha. Klünter mit der Flanke und Davy Selke ist ein abgezockter Hund. Wenig von ihm während der Partie zu sehen. Und dann sticht dazu. In der 80. Spielminute am ersten Pfosten verlängert er den Kopfball stark ins lange Eck. Braunschweig jetzt etwas in der Moral gebrochen. So kam nochmal Hertha zu einer Chance und zum Treffer. Niklas Stark in der 90. Minute mit dem 3:1. Fällt am Ende ein Tor zu hoch aus, weil Braunschweig sich über weite Strecken wirklich sehr gut schlug. Aber am Ende mussten sie dann die Qualität zu spüren bekommen. Der FC Ingolstadt gegen den FC St. Pauli. Das war letztes Jahr noch eine Partie in der zweiten Liga. Ingolstadt verabschiedete sich ja in die Drittklassigkeit, nachdem sie die Relegation gegen Wien Wiesbaden über zwei Spiele verloren haben. Hier hatte auch der Zweitligist die bessere Anfangsphase. Miyaichi mit dem Schuss, Knaller mit der guten Parade. Nochmal dann Abstoß, nur wenig Zeit später von Boris Taschi, neu dazugekommen von MSV Duisburg. Trifft den Ball aber alles andere als optimal und dann fliegt er links am Tor vorbei. Vor der Pause dann auch mal ein Zeichen von Ingolstadt. Das ist Kaya von Wolfram bedient. Der Ball geht dann aber auch erstmal ins zweite Stockwerk. Der FC St. Pauli kann aber auch keine weiße Weste in ihrer Vorbereitung vorweisen und dementsprechend war das hier auch so schon mal ein richtiger Härtetest. Miyaichi, Kalla und dann Lenkfort am zweiten Pfosten, aber ein schwacher Kopfball, der nicht einfach zu nehmen ist und aus spitzem Winkel nicht den Weg auf das Tor fand. Knapp eine Viertelstunde vor dem Ende nochmal ein Eckball von der rechten Seite. Johannes Flum kommt wieder dran. Immer wieder Kopfbälle, die St. Pauli zwar für sich entscheiden konnte, aber wirklich gefährlich wurde es in diesen Szenen eigentlich nie. Und jetzt mal ein Ballgewinn von Ingolstadt. Wolfram schnell in die Spitze und Michael Heinloth
mit dem 1:0 in der 79. Spielminute und danach kam nichts mehr. Der FC St. Pauli riskierte etwas, vielleicht zu viel am Ende, und so gewinnt der FC Ingolstadt mit 1:0. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss. We'll be right back.